Hey yo, lieben Servus und grüßt euch zu Cuphead. Wir haben Forest Foodies. Ja, mit einer Münze fehlt. Nein, egal. Nein, nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Diese Münze. Oder ich hol sie kurz und schneide es zusammen. Alles gut. Ich schnapp mir die Münze. Ihr seht es gleich und dann geht's weiter mit Botanic Panic. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, hier ist ein Profi am Werk. First run, first try und ich bin schon beim Ahornmacher. Ich habe auch meine Tastatur, meine Stickbelegung ein wenig umgeändert, damit es leichter ist. Und siehe da, das ist, da ist kein Problem mehr, weil ich bin jetzt Profi in diesem Spiel, glaube ich. Naja, egal. Ich habe die letzte Münze gesammelt. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Aha. Aha. Ja gut. Ich habe ein Leben habe ich verloren. Ein Leben habe ich verloren. Aber was ist schon ein HP? A brand new record vor allem. Yeah. Ich bin gut. Ich habe alle Münzen. Jetzt habe ich 9. Und wir besuchen erstmal den Shop, weil... Ja, ich muss gestehen, ich habe Dinge angeschaut und habe gesehen... Aha. Wenn man im Shop etwas kauft... hat man ein viel leichteres Leben. Und zwar Smoke Bomb. Ich habe nämlich gedacht, das kann man nur ein einziges Mal einsetzen. Aber nein. Nein, viel, viel besser. Es kann man... Man kann es immer einsetzen. Und das durch und durch. Man ist unsichtbar für eine kurze Zeit. Und kann ausweichen, ähnlich wie bei anderen Dingen. Und wir holen uns noch das hier. Oder ein weiteres Herz. Ich glaube, wir holen uns erstmal das. Perfekt. Jetzt haben wir nur noch 2 Münzen. Wir holen noch diese Spreadsheet-Shoot-Dingsgedöns. Sehr kurzreichende Streuschuss-Variante von unserer Waffe. Wir haben irgendwelche neue Items gekauft und gepurchased, also erworben und müssen jetzt auf die Karte schauen. Genau. Gleichzeitig Englisch lesen und übersetzen ist echt schwierig. Ich könnte niemals ein Dings werden. Habe ich das jetzt gemacht? Was ist das? Smoke Bomb. Ah, ich muss die auch ausrüsten. Und super kann ich noch nicht. Okay. Wir gehen hier zum ersten Boss. Ja, ich habe leider schon Dinge angeschaut, weil ich nicht anders konnte. Ich hab Filme angeschaut und so und Streams, weil das Spiel ist einfach so süß und ich konnte selber nicht spielen und habe mir dann gedacht, gut, dann schauen wir halt einen Stream an. Und es ist eigentlich recht einfach. Eigentlich ist es recht einfach. Eigentlich ist es recht einfach, hier diesen Boss oder diese 3 Gemüsesorten zu legen, die uns da aufwarten. Die auf uns warten hier. Wir müssen nur ein bisschen hier rumspringen. Ich hab mir noch gedacht, ob ich mit Maus und Tastatur vielleicht spiele. Ich weiß, ich kann hier switchen. Yeah. Baby, aber das macht gleich viel Schaden. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Tränen hier uns nicht treffen. Es ist eigentlich easy. Die lila Tränen könnten wir aus hier linksen. So. Jetzt kommt die Karotte. Die Karotte ist wie es. Die lila Tränen hätten wir so abschmeißen können. Die Karotte können wir nur im Gesicht treffen. Und dann kommen die großen Karotten. Die müssen wir so besiegen. Dafür ist das gut. Für so Kleinigkeiten. Dann müssen wir ausweichen. Jetzt kommt der Dash hier zum Einsatz. Seht ihr? Ha! Seht ihr, wie geil das ist? Seht ihr, wie geil das ist und wie einfach? Dieses Spiel ist doch echt easy. Na gut, das ist auch der erste Boss. Wahrscheinlich verkacke ich bald übelst, sobald es zu einem schwereren Part kommt. Ich habe hier noch einen Super. Bam! Bam! Gleich müsste er down sein. Gleich müsste er down sein. Sobald wir zu einem schwereren Part kommen. Knockout! Zu einem schwereren Part der Insel werde ich wahrscheinlich übelst verkacken. So richtig böse derbst verkacken. Aber es lief doch super! Botanic Panic beim ersten Versuch. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Ich habe auch meine Dings umbelegt. Disconnected? Warum? Ist der jetzt hier schon wieder Wackelkontakt oder was? Ich habe es hier umbelegt. Ich habe auf A schießen. Nee, springen. Auf X habe ich... Was habe ich auf X? Auf jeden Fall ist Schießen rechts oben jetzt, weil da kann man immer schießen, komm was wolle. Immer. Wir kommen zu diesem gemeinen Gesellen und haben den ersten Seelenvertrag vom Root Pack. The Root Pack, The Devil's Office. Und was dazwischen steht, kann ich nicht stehen. Aber da steht, you got the Root Pack Soul Contract. Genau, rechts oben ist Schießen, hier ist Waffe wechseln und Dash habe ich auf X. X ist Dash. Und B ist Super. Oh.
Was will der hier von uns? Harumph. Harumph? I'll be your monkey's uncle if I'm putting my moolah in the bank. Also sein Gewinn, wenn er das in die Bank packt, wäre er doch ein Trottel. For all I know, the devil probably controls the place too. Der Teufel verwaltet die Bank. Ja, ja, diese ganzen großen Lobbyisten und Advokats und Advokat, Teufelsliebling, Anwaltsliebling, Anwälte sind auch Teufel, genau. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Gestern war es viel zu spät. They'll never get a hold of my gold if I spread it all around. Ja, wenn er... Ah, das ist der Kleine hier. Ah, der verteilt die ganzen Münzen. Aha, that's what I say, Harumph. Harumph? Wer ist Harumph? Bin ich Harumph? Das da unten scheint mir... Ich glaube, alle genau. Das sind die Frösche. Komm, wir probieren gleich mal die Frösche aus. Knusperfrösche. Die zwei Knusperfrösche. Die sind relativ easy. Bis auf... Oh, fuck, genau. Bis auf die... Letzte Slot-Machine. Slot-Machine wird dann schwieriger. Die kleinen machen wir hier fertig. Die kleinen Viecher hier. Dann müssen wir hier wieder aufpassen. Auf die... ich könnte auch ausweichen. Aber das geht schon. Das kriege ich hin. Wir wurden nur ein einziges Mal getroffen. Nur ein einziges Mal. Jetzt kommt hier dieser Wirbelwind. Und wir müssen ausweichen. Alles klar, das kriege ich auch hin. Eigentlich easy, wenn man weiß, wie das Pattern ist. Und ja, ich habe Streams geschaut. Ich bin ein... Genau, jetzt kommt hier dieser große Verkaufsautomat, Slot-Maschine. Da schießt erstmal ein paar Münzen. Dann müssen wir hier springen. Und dann kommt irgendwas Böses raus. Und das ist schwierig ohne Ende. Weil wir da echt schauen müssen, dass wir nicht gegen... Fuck! Oh, zum Glück. Gegen die Dings kommen. Fuck! Nein, ich habe die Münze berührt. Ich muss super einsetzen. Er ist nur verwundbar, wenn hier... Oh Gott, ich muss mich konzentrieren. Nein, weil ich... Und so kurz vom Ziel, weil ich mein Super eingesetzt habe, während er verwundbar war. Ah, hätte ich doch ganz normal weitergemacht. Egal. Also, schön knusprig ausweichen, die feurigen Fliegeviecher zerstören. Phase 1. Und den Fäusten ausweichen und immer schießen. Und ausweisen mal hier einen Super auswählen. Und den Bällen ausweichen, Phase 2. An sich geht es ja recht fix, wenn man weiß, wie es geht. Es ist echt fix. Oh, es geht nochmal weiter hier. Das macht er zweimal. Das ist neu. Der nimmt den auf. Und... Ah, scheiße. Ach, verflucht. Schlange. Nee, warte. Jetzt kommen erstmal die Münzen. Und jetzt müssen wir vorsichtig... Oh, das war knapp. Aber ich hätte auch... Nein, was ist das? Das sieht böse aus. Oh Gott. Ah, verdammt. Ich bin zu früh gesprungen. Nein, die Münzen. Immer diese Münzen. Oh yeah. Die Musik ist einfach so fetzig geil. Komm schon, du blöde Kröte. Ich hab's geschafft. Kann man die Münzen nicht... Nee, die gehen nicht kaputt, die Münzen. Die Münzen gehen nicht kaputt. Schlange ist echt scheiße. Oh, nein, was mache ich denn? Oh Gott. Ich sehe das nicht. Oh, das war jetzt echt kacke und ich habe versehentlich die Waffe gewechselt. Oh nein, Devil. Aber das geht eigentlich noch, glaube ich. Da ducke ich mich einfach. Verdammt, was mache ich denn? Konzentrier dich jetzt mal. Nein. Oh, ich bin so müde gerade für das Spiel und immer so kurz vorm Ende. So ganz knapp kurz vorm Ende. Ach, come on.
Da macht er halt gar keinen Schaden. Jetzt kommt das hier. Jetzt kommt das hier. Unten. Unten. Ja, verdammt, ich habe meinen einen Super. Oh, shit. Nein, ich springe mal auf die Kackmünzen drauf. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein. Die grünen Schlangen machen mir... Oh, das war noch knapper als zuvor. Kackverdammte Münzen. Kackverdammte... Kacke. Dreiste. Kacke. Banane. Eins noch. Jetzt hat er... Oh, verdammt. Oh, verflucht. Aber nochmal Teufel. Nochmal Teufel. Nochmal Teufel. Unten, unten. Konzentration. Na, ich hab gesagt Konzentration. Wie knapp kann's denn bloß sein? Was? Warum macht er jetzt keinen Wind, während die Bälle darum fetzen? Egal. Phase 3. Jetzt. Slot Machine. Konzentration. Konzentration. Ich muss gucken, dass ich die Münzen besser, den Münzenbecher besser ausweichen kann. Ich springe einfach nach vorne. Ja. Teufel. Teufel, 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 Teufel. Eins. Zwei. Drei. Über die Münze drüber. Über die Münzen drüber, nicht nach hinten. Oh Gott, Tiger. Das ist das mit den Bällen. Oh, das geht einigermaßen. Hm, okay, fick dich. Fick dich! Schlange. Och, das ist das Kurze. Ja! Oh, oh, und ich hatte meine Hände oben. Und ich wäre fast nochmal gestorben. Aber es war ein Knockout. Es hätte gegolten, oder? Es hätte gegolten. Bitte, sag, dass es gegolten hätte, wenn ich jetzt nach dem Knockout noch gestorben wäre. Aber das funktioniert nicht so, oder? Funktioniert das so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Und gar nicht mal so schlecht. Ich habe zwar keinen Parry erwischt, aber... Lob für mich. Lob für mich. Lob für mich. Den zweiten Contract. Wir haben die Frösche besiegt. Yay. Oh yeah. Ribby and Croaks. So you got a Ribby and Croaks Soul Contract. Booyakasha. Sehr geil. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein, können Sie raushauen. Lasst ein Like da und teilt das Video. Ciao!